Samstag, 6 nach 12. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Noi, willkommen zurück zu Heavy Rain. Ach, mein Timer misst meine Ohren. Okay, ich würde jetzt so gesagt sagen, das ist eindeutig ein Detective. Diese coole Mantel. Mein Hundbild? Lauren Winter, klingelst da? Nein, eher nicht. Gut, dann tun wir halt mal bestechen. Ah, die mit Lauren Winter. $5. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Letzter Stock, linke Seite. Ach, so ein typisches Motel. Motel, bin ich da richtig? Ich glaube mal, ja. Also linke Seite. Wir können ja mal hier irgendwie hören. Also man könnte jetzt hier überall klopfen. Ja, nee, machen wir nicht. Hier ist schon 10 nach. Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Halt. $50. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Ach, mich juckt's. Nicht da, wo ihr jetzt denkt. Mir juckt's. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Okay, hier. 50 Ocken. Unten habe ich schon 5 Euro schon gelassen oder $5. Ich will aber nicht mit dir bumsen. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Wie, ohne? Ich bin kein Kunde. Ach, scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie! Verständnisvoll. Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Genauso sieht's nämlich aus. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot, was ändert das noch? Ja, vielleicht auch andere irgendwie. Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig? Ist er das da? Was wollen Sie wissen? Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Ah, das kriegt man damit. Irgendwie. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Wie ist Ihr Sohn verschwunden? Er spielte immer mit den Nachbarskindern nach der Schule. Es hat an dem Tag wahnsinnig geregnet. Das vergesse ich nie. Alle seine Freunde kamen so um 5 nach Hause. Nur er nicht. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, mit dir eingeschlossen. Daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Ah, du weißt nie. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern.
Bis wann haben Sie gewartet? So bis um 8. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich bin zu den Nachbarn. Ich war dort, wo sie gerne gespielt haben. Bin zu seinen Freunden. Um 10 bin ich zur Polizei. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Aggressiv. Oder gehen wir sie trösten? Geht das? Geht nicht, okay. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Na, dann hol mal ab. Bei Regen ist ja sowieso Asthma extrem angreifend. Lauer noch auf, Baby. Ich bin. Atme vertieft. Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Was ist denn los? Kann man ihn mitmachen? Hallo. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Oh. Mir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Klopf nochmal. Du wieder? Ja, ich bin's. Oh Gott. Nein! Nicht wahrsehen. Das tut doch weh. Endlich. Jetzt mach doch mal langsam fertig. Ich muss sagen, unsere hat schon ganz schnell ins Abgesicht. Der alte Scott. Wir sehen uns noch, Arschloch. Aber der hat auch einiges eingesteckt. So, die Nase ist schon ganz schön... Geht's Ihnen gut? Besser als ihm. Ja, es geht noch. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie... Wir müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Kein Problem. Oh. Oh ja, die Scheibe da durchgeschossen. Ja, dann mache ich erstmal hier wieder Schluss. Und ja, wir sehen uns halt beim nächsten Mal. Oder beziehungsweise halt im nächsten Video. Und tschüss.